Willkommen zurück zu Piku Niku. Letzte Folge haben wir das Spiel durchgespielt. Doch, das war es ja noch lange nicht. Wir haben noch so viel zu erkunden. Und vor allem, was war das für ein Ende überhaupt? Schaut mal in der letzten Folge nochmal rein. Für die, die es nicht gesehen haben, das war echt crazy. Kann man auf dem Bett bouncen? Oh ja, kann man, cool. Ist mir gleich aufgefallen am Anfang des Spiels. Also, falls ihr euch nicht erinnert, wir sind hier gerade in dem Ort, wo wir in der ersten Folge waren. Hier sind wir gestartet. Vielleicht können wir an diesem Ort jetzt neue... an diesem Platz hier neue Orte erreichen oder so. Wir haben ja jetzt neue Fähigkeiten hier. Wir haben noch nicht alles. Uns fehlen noch ein paar Sachen. Und hier auch leider. Ich weiß nicht, wann das kommt. Aber wir werden es ja sehen. Moment, können wir da unten irgendwie lang oder so? Nee, ist einfach nur ein Pilz, ne? Also die einzigen Sachen, die uns noch fehlen, ist eigentlich die ganze Hälfte vom ganzen Inventar. Und noch ein paar Trophäen, mir fehlen uns auch eigentlich sehr viele. Zum Beispiel die erste fehlt mir, die achte fehlt mir und da fehlen mir auch noch sehr, sehr viele. Also die muss ich auch noch holen. Ich schätze einfach mal, es gibt jetzt noch eine Afterstory mit ganz vielen Nebenquests und keine richtigen Quests, sondern nur so, hier wenn man zum Beispiel auf Aufgaben geht, hier diese, das hier. Hauptaufgabe Ende. Ja, deshalb, die Nebenaufgabe ist ja gerade, finde den Felsen, den wir schon seit mehreren Folgen suchen müssen. Aber naja, und ich weiß auch nicht, warum wir jetzt nochmal das ganze, den ganzen Anfangsort machen müssen. Aber ich muss es nicht verstehen, glaube ich, oder? Dun dun. Ich finde diesen Ort aber irgendwie chillig, muss ich zugeben. Hey, das hat sogar Rumble, das Spiel. Mein Controller, mein Pro-Controller, mein Switch-Pro-Controller hat einfach gerade gewackelt. So vibriert, als ich an diesen Dingern stand. Das wusste ich gar nicht. Hat es auch vorher gemacht? Ich weiß es gar nicht. Aber das war cool. Und ich spiele auf der PC-Version übrigens. Und nicht auf der Switch-Version, deshalb habe ich das gerade verwirrt. Ach stimmt, hier ganz am Anfang gibt es nur noch was zu gießen, ne? Hier oben. Oder warum sind hier Steine? Mit euch. Hier oben gab es was zum Gießen. Das können wir jetzt machen. Yes, hier. Haben wir hier den Gießhut. So, nice. Hoch da. Und was jetzt? Oh, neuer Ort? Hier ist ein neuer Ort. Okay. Das Ding sah lustig aus. Wow, wir fallen. Okay, Strand. Na, wie geht's euch so? Kann ich irgendwas machen? Nö. Hier ist eine Sandburg. Diese Krabbe. Hallo, Krabbe. Kann ich mit dir reden? Nö, die rennt weg. Okay. Kann ich vielleicht schwimmen? Man sieht noch meine Hände. Cool. Hi! Kann ich hier leicht rein oder so? Kann man hier lang? Nö, hier ist das Ende der Welt. Oder der Insel zumindest. Okay. Kann mich hier irgendwie hoch? Oder so? Kann ich irgendwas machen? Hier hoch komme ich ja nicht. Oder vielleicht durch eine Wolke? Gibt es denn vielleicht eine Wolke? Man kann diesen Ort ja auch schon früher betreten, sobald man halt diesen Kopf hat. Aber gut, der kommt auch relativ spät im Spiel, von daher. Ja, vielleicht muss ich irgendwas mit der Krabbe machen. Oh, lol, danke Krabbe. Wusste ich gar nicht, dass hier was ist. Oh, ein Geschenk! Piku am Strand. Ach, dafür ist das hier. Für eine Trophy. Welche ist das denn? Ist das die erste? Nein. Es ist die 8! Aber da fehlen noch 12, 13, 14 und mindestens noch 15. Und die erste habe ich immer noch nicht. Keine Ahnung, wo die ist, Leute. Vielleicht am Anfangsbereich? Das gucke ich auf jeden Fall noch nach. Aber ich gucke erst alles nach, wenn ich wirklich gar nicht mehr weiter weiß. So, und ich denke mal, hier gibt es nichts mehr. Ich glaube, das ist einfach nur für die Trophäe. Na, dann. Gehen wir wieder weiter. Kunden ein bisschen. Vielleicht gibt es ja irgendwo was Neues oder so. Hier gab es ja die ganzen Käfer. Die haben wir alle gefunden übrigens. Könnt ihr gerne, falls ihr sie noch sucht, in den Playlisten nachschauen. Bisschen in der Playlist nachschauen. Von meinen ganzen Folgen. Oder ihr guckt einfach irgendwo woanders vorbei. Oha. So. Naja, hier ist unsere Vogelscheuche. Sehr episch. Aber sonst gibt es hier nichts, oder? Also das Mais wächst wieder, ja.
Diesmal klaut das niemand mehr. Hallo. So, hier gibt's auch nichts Neues. Okay, auf einmal ist hier Popcorn. Das eine gelber als das andere. Okay, die ganze Stadt ist auf einmal voll mit Popcorn. Stimmt, uns fehlt noch ein Apfel für diesen geheimen Ort. Vielleicht ist da ja das erste drin. Der erste Trophäe. Warte, hier ist eine Wolke. Vielleicht können wir auf der Wolke den Apfel finden. Nein, keine Ahnung. Ach nee, der führt mich ja dahin, ne? Ja, ja. Das war für die Münzen. Nee, nee, das wollen wir nicht mehr. Hallo. Alle wird irgendwie lockerer. Manchmal ist nichts weiter als Popcorn nötig, um Leute zusammenzubringen. Joa. Hallo. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich habe gehört, der Ausbruch hat ein paar kleinere Schäden an den Häusern angerichtet, aber wir bezahlen die Roboter für die Reparaturen. Sie scheinen gern hier zu arbeiten. Und wir können endlich was mit dem ganzen Geld anfangen, das Mr. Sunshine uns gegeben hat. Ui, das ist ja cool. Gott, was hat er für Beine? Der realistische Beine. Oh Gott. Oh, hallo. Beim Verlassen des Vulkans wurde uns klar, dass das ein schlechter Job war. Also organisierten wir uns gewerkschaftlich. Jetzt sind wir eine Firma zur Reparatur und Instandhaltung von Häusern. Nehmt gern Kontakt mit uns auf. Wir erstellen kostenlos Angebote. Kostenlos? Nice. Kommen wir da hoch? Da kommen wir doch bestimmt irgendwie hoch. Nice. Hallo. Ich habe eine Schwäche für positive Arbeitsumgebung. Oh oh. Okay. Weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Hallo. Wir geben den Nordbewohnern Holz im Austausch gegen Popcorn. Ziemlich gutes Geschäft, was? Ja, schon. Ich war ganz schön aufgeregt, als wir erfahren haben, dass der Vulkan ausbrechen wird. Weißt du, ich mag Feuerwerk und funkelnde Sachen. Also bin ich rausgegangen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Ich habe ein Buch mitgenommen, um ein bisschen auf dem Liegestuhl zu lesen, während ich auf den Ausbruch wartete. Und dann geschah es. Ich sah diese große Lavafontäne aus dem Vulkan kommen. Es war wunderschön. Aber ein einzelner Lavatropfen landete auf der letzten Seite des Buchs und verbrannte sie. Und jetzt weiß ich nicht, wie das Buch ausgeht. Also ist Lava eigentlich schlecht. Danke, dass du sie aufgehalten hast. Epic! Dafür ein Like da lassen! Was? Okay, ich wurde irgendwie hochgeschlagen. Jetzt, wo die Roboter weg sind, können wir wieder Popcorn machen. Wir sollten ein Popcornfest veranstalten. Okay. Da unten ist ein Roboter, da kann ich gleich mit dem reden. Sonst gibt's hier nichts mehr. Nee, ich glaube, bei der Hormonrang gibt's jetzt auch nichts mehr. Auch wenn da oben dieser Hexi ist. Ich glaube nicht, dass es noch irgendwas gibt. So, ich sehe Roboter. Kann ich aber jetzt diesmal nicht mehr schlagen. Oh, es ist schön, dich wiederzusehen. Neulich hat der Boden gebebt und ich habe mich schon gefragt, ob ich was Schlimmes gemacht habe. Aber wie sich herausstellte, war es nur der Vulkan, der die ganze Zeit die Insel, der die ganze Insel zerstören drohte. Mit der Seilbahn ist jedenfalls alles in Ordnung. Du kannst gerne jederzeit mit dir fahren. Okay. Wir müssen ja sowieso immer noch so ein Steinchen finden. Der hat sich ja irgendwo versteckt. Ach, da ist er ja schon. Wow, ich bin so blind. Oh, du hast mich gefunden. Nochmal, nochmal. Dann machen wir das mal. Ich habe da gerade eh nichts Besseres zu tun, muss ich zugeben. Suchen wir nach einem Stein, Leute. Macht das nicht Spaß? Ich glaube, das ist der hier oben, oder? Ist er das? Ich vermute mal, das ist der, oder? Komm, da komme ich doch hoch. Da komme ich doch hoch. Locker. Ah, nochmal, nochmal. Ach komm. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich habe halt jetzt keine Lust, die ganze Zeit noch zu suchen. Aber gut, vielleicht gehen wir da durch den Apfel und kommen dann weiter. Ich meine, mit einem Apfel würde ich halt wirklich weiterkommen im Spiel. Vielleicht kriege ich ja die erste Trophäe. Maybe. Wo ist er denn? Hallo. Ich sehe kein Steinchen mehr. Ich weiß wirklich nicht, wo der ist. Vielleicht ist er noch weiter zurück. Ich guck mal weiter zurück. Oder vielleicht sagt er uns, dass er die Aufgabe, wo der ist. Also es ist auf jeden Fall hier in dem Gebiet. Schnell rollen. Ich kann aber nicht so schnell rollen, weil alles im Weg steht. Meine Güte. Vielleicht ist es auch hier unten. Na, guck ich gleich nach. Das möchte ich jetzt noch nicht nachschauen. Wo könnte er nur sein?
Ich stelle mir jetzt mal vor, dass der Steintyp irgendwo hier ist. Wo soll denn sonst sein? Der ist doch hier in die Richtung. Ja, ist er auch. Hi. Nein, das bist du nicht? Ach, warte, vielleicht ist er hier. Ja, das ist der, oder? Nein, immer noch nicht. What? Du? Nein, du? Der ist so dunkel. Nein, das sind die alle nicht. Vielleicht hier oben? Also hier hätte ich den versteckt, ganz ehrlich. Weil hier sind ja überall Steine. Ne, hier ist er auch nicht. Oder vielleicht ist er... Ne, da gucke ich jetzt nicht nach. In dem Strand gucke ich jetzt nicht nach. Ich glaube nicht, dass er da sein kann. Der ist bestimmt irgendwo in der Stadt und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Dann halt nochmal zurück zur Stadt. Stelle. Skip, 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 dappa. Skip, dappa, dam. Skip, bum, bum. Ja, der ist bestimmt in der Stadt. Und nicht hier im Anfangsbereich. Der kann doch gar nicht im Strand sein, merke ich gerade, weil er die Quest sagt, dass es hier in diesem Gebiet ist. Der ist hier irgendwo. Vielleicht ist er hier unten. Ja, soll ich mal nachschauen? Ich glaube, ich gucke schon mal nach. Vielleicht ist er wirklich hier unten. Ach, dann halt nicht. Ich wollte eigentlich nachschauen, aber ich gucke erstmal nochmal hier oben nach. Weil mich das Ding gerade aufregt ein bisschen. Sag mal, was ist denn jetzt meine Quest? Was ist denn meine Bestimmung hier? Was? Da oben ist er! Oh, hätte ich das doch gesehen, Mann. Der ist hier. Hallo. Oh, das hat Spaß gemacht. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk als Zeichen unserer Freundschaft an. Yes, ein Apfel. Da wäre der letzte Apfel gewesen. Und nun kommen wir tatsächlich weiter. Wir können in den Brunnen rein, in den wir wahrscheinlich schon seit Folge 1 rein hätten können oder so. Nee, Folge 2 eher. Whatever. Rein da. Bestimmt ist das jetzt so richtig einfaches Parcours. Aber tut mir leid, Leute, dass ich das nicht vorher gecheckt habe. Es tut mir leid. Ich bin einfach dumm. So, das ist der Apfel. Rein da. Zack. Und dann haben wir alle drei. Drinne. Er macht sein Maulchen auf. Und wir kommen rein. Im Endeffekt mache ich einfach dieses Ding hier, diesen Parcours, einfach später. Oh, ja, ich weiß, wie das funktioniert. Danke. Aua. Ey, wie gemein! Oha. Also, das nehme ich aber jetzt persönlich, ne, Spiel. Dass du mich so hintergehst. Wow, knapp, 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 knapp. Wow. Okay, die Musik ist jetzt nicht ganz so toll, möchte ich mal so sagen. Was mache ich eigentlich mit den ganzen Münzen, die ich habe? Die sind irgendwie unnötig. Ich kann nichts mit denen anfangen. Rein gar nichts. Die sind da, um da zu sein. Habe ich das Gefühl. Nein! Ach komm! Nee, das ist mir jetzt zu schwer. Das kann ich jetzt überhaupt nicht schaffen. Hoppala! Whoopsie! Hoppala! Hoppala! Wappada! Wappada! Wahoo! Wahoo! Moment! Wow! Wow! Da ist der Mr. Sunshine, der jetzt im Weltall sein Ding treibt. Ding, dong, dong! Was gibt's noch so? Gibt's nichts, oder? Du bist gemein, Spiel! Was macht das? Okay. Aua. Was soll ich machen? Nein, ich bin stuck. Nein! Doch, okay. Ich komme noch raus. Oh, ey, das können die doch nicht machen. Was macht das? Was macht der Knopf? Ach so. Ja, Moment. Dann schiebe ich den doch erstmal. Was? Bist verkackt? Nein, der kann sich bewegen, aber macht er irgendwie nicht. Doch jetzt. Nein, nicht da lang. Nein! Ja, genau, genau, genau. Ja, ja. Komm. Nein, 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 nein. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Komm schon. Ja, ja, genau. So ein bisschen wie Snipperclips. Einfach. Ja, ja, genau. Nein. Oh Gott, ich hasse sowas. Komm. Beweg dich. Beweg deinen fetten Ball hintern.
Ich will die Münzen. Komm, das gibt... Das ist doch jetzt echt nicht schwer. Nein, ich will alle Münzen im Spiel haben. Ich weiß noch nicht, wofür ich die brauche, aber ich will sie haben. Sonst fühle ich mich nicht wie ein 100%-Spieler. Das ist mir wichtig. Ich glaube, ich cut hier einfach. Oh nein, habe ich es verkackt? Oder was soll der hier hin? Nee, das ist ein anderer Ball, der hier hin soll. Der Ball. Ach so, warte, der Ball soll hier hin, ne? Komm her. Moment, ich habe eine Idee. Ich drücke erstmal diesen Knopf. Oh! Vielleicht kommt er dann besser durch, Mike. Oh, boah, Mike, du bist ja richtig schlau. Oh, das ist ja schon sehr beeindruckend, Mike. Ah, schon so. Na komm, nein, 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 nein. Ja, ja, nein, 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 nein. Na komm, da, nein, 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 da, nein, 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 nicht da lang, nicht da lang. Da lang. Nach oben, nach oben. Du musst doch nach oben, mein Freund, du musst nach oben. Warum will er nicht nach oben? Er will einfach nicht nach oben. Was ist das für einer? Nein, hallo. Nach oben, habe ich gesagt. Nein, nach oben. 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 Nach oben. Nach oben. Ey, was ist das für ein Kackball? Der regt mich aber jetzt echt auf, ne? Schau mal den Knopf. Komm, hoch da, hoch da, hoch da. Ja, nein. Ah, ey, komm schon. Yes, geht doch. Wuhu, Leute, dafür ein Like. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir den ersten, der schwierigste. Der hier wird niemals annähernd so schwierig sein wie der andere, oder? 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 Komm. Der muss einfach nur rüber, mehr nicht. Der muss einfach nur sagen, nein, falsche Richtung. Ja, komm. Komm. Der kann niemals schwerer sein als der andere, niemals. Ich hab ihn noch, ich hab ihn noch. Nein, komm. Ja. Yes. Kopfball hier, Leute. Hehehe. Episch. Und jetzt. 127 Münzen. Das ist sehr ungerade. Ich habe Angst, dass ich nicht alle habe. Ja, hallo. Ich möchte. Nein. Ich möchte nicht raus. Nein. Zack. Okay. Ah, hier ist noch eine Münze. What? Ach komm, das ist doch gemein. Kann ich doch nicht riechen. Was passiert hier? Oh oh. Will ich, dass es mich wegschießt? Nein, möchte ich nicht. Aber ich möchte da gerne hoch. Wenn hier ist was. Wie soll ich da hin hochkommen? Oh. Eigentlich ganz einfach. Wow. Zack, 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 zack. 133 Münzen haben wir jetzt. Eine ordentliche Anzahl, würde ich sagen. Boing, boing. Was gibt's hier? Secret oder so? Okay, uns wird zugemacht. Oder habe ich schon geschafft? Bestienmaske. Oh, die hätten wir von Anfang an anziehen können. Warte, ich kann mit der rumbellen? Ich kann wie ein Hund bellen. Okay, warte, was können alle? Der kann was malen. Der kann die Farbe ändern. Mit dem kommen wir in den Club rein. Das ist Wasser. Das ist einfach nur unser Wunsch. Und das ist einfach eine Hundesmaske oder so. Das war's. Moment, habe ich nicht. Habe ich da alles in dem Ort? Ah, da konnte man noch nach unten. Oh, ich hoffe, ich habe alles. Moment, aber was gibt's denn jetzt noch zu tun? Ach, Moment, vielleicht kommen wir mit dieser Maske ja jetzt in den Shop rein und können mit den. Mit der Maske in dem Shop irgendwie den. Ach, ihr wisst, was ich meine. In den Shop vielleicht irgendwas bewirken mit der Maske. Den Leuten. Vielleicht können wir die Leute erschrecken. Ich will es ausprobieren. Hey, ich bin ein Monster! Ah, Hilfe! Achso, nein. Die sagen das Gleiche. Vielleicht sagen sie so wie, ah, Hilfe, ein Monster. Aber jetzt gehen wir mal hier rein. Warte. So. Rein da! Hallo! Hm. Moment, einfach vielleicht so rumschreien? Ja. Du hast mein Geschäft drücken. Nee, das ist immer das Gleiche. Hm? Die erschrecken sich nur, aber ich kann damit nichts machen. Ist das jetzt eher ein Ernst? Ich dachte, die Maske ist irgendwie zu irgendwas fähig. Ist ja jetzt irgendwie kacke.
Hm. Ich kann die Leute nur erschrecken. Mehr kann ich halt wirklich nicht. Kann ich mit Hexi noch irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, aber ich will es mal ausprobieren, weil ich gerade eh nichts machen kann. Außer nach ein paar Sachen nachschauen und dann suchen. Das ist ja jetzt irgendwie blöde, muss ich zugeben. Die Masken sind auch noch nicht mal mehr in der Reihenfolge. Die sind einfach nur in der Reihenfolge, in der ich sie gesammelt habe. Weil die Maske wäre locker irgendwie hier direkt. Oder weil die da? Die wäre bestimmt schon hier. Die zweite Maske, die man bekommen kann, oder nicht? Wie läuft's mit deinem neuen Leben? Hoffentlich gefällt dir mein Werk. Ich überlege mir, das geschäftlich zu machen. Hexi, lass deine Träume wahr werden. Könnte klappen. Also er schreckt sich davon. Aber es bringt nichts. Das ist aber cool, wenn man rollt, dass man einfach nur dieses Monster ist. Das ist cool. Moment, was machst du denn hier? Das ist alles voller Schmutz und Erde. Ich liebe Erde. Was, ist ein Geschenk? Einfach so? Hm? Ach so, der versteckte Felsen. Warte, ist das die erste Trophäe? Ja, das war die erste Trophäe. Was fehlt uns denn jetzt noch? Uns fehlt noch 12, 13, 14 und mindestens noch 15. Die werden wir dann in der nächsten Folge noch suchen. Was fehlt uns denn noch? Halt, Inventar ist ja, glaube ich, eh egal. Aber uns fehlen noch 5 Masken. Wo wir die herbekommen. Ich denke, das werden wir noch herausfinden. Vielen Dank, dass du mit mir gespielt hast. Ein Tee-Service ist ein kleines Opfer für eine ewige Freundschaft. Irgendwann wirst du allerdings dafür aufkommen müssen. Okay. Bis dann. Vielleicht für die nächste Folge auch schon die letzte Folge.